Mein Name ist Ulrich Schneider. Ich bin Hauptgeschäftsführer des Paritätischen. Und für alle, die jetzt unserer kleinen Demo im Livestream folgen oder in welchen Medien auch immer auf diese Kundgebung stoßen, wir wollen und wir hoffen inständig, dass uns das gelingt. Wir wollen das eines aufmerksam machen. Bei aller berechtigten Sorge um die Gesundheit der Bevölkerung hier in Deutschland, bei aller mehr als berechtigten Sorge um die schlimmen Folgen und die sozialen Verwerfungen, die mit dieser Corona-Krise einhergehen werden, es darf nicht in Vergessenheit geraten oder auch verdrängt werden. Die Corona-Krise in Deutschland hat nichts daran geändert, dass auf dieser Welt zahlreiche Flecken mit absolutem und massenhaftem Elend existieren. Und es gibt trotz der enormen Anstrengungen, die uns hier allen abverlangt werden, um hier in Deutschland die Corona-Krise einzudämmen, es gibt weiterhin eine internationale Verantwortung Deutschlands, die über unsere mittlerweile geschlossenen Grenzen weit hinausreicht. Einige dieser Hotspots des Elends sind die Flüchtlingslager auf griechischem Boden. Nach einer qualvollen Flucht werden hier Menschen unter völlig menschenunwürdigen, katastrophalen Bedingungen zusammengepfercht und schutzlos der Corona-Pandemie ausgesetzt. Was hier passiert, ist ein brutaler Bruch von Menschenrechten durch die Idee, durch die EU und durch Deutschland. Diesen Bruch von Menschenrechten können und dürfen wir nicht hinnehmen. Dass Deutschland nach monatelangem Gezerre sich dazu herabließ, gerade einmal 50 Kinder und Jugendliche aus diesen Lagern zu retten, ist weniger eine Geste der Humanität als ein humanitäres Armutszeugnis dieser Bundesregierung. Unser Appell an Deutschland und die EU: Löst schnellstmöglich diese Lager auf, rettet die Menschen, rettet die Idee der europäischen Gemeinschaft und rettet den Gedanken der Humanität. Und jetzt darf ich ankündigen als nächste Rednerin Martina Mauer vom Flüchtlingsrat.